Machen wir weiter mit der Schwolorado. Die Schwolorado. Nicht Schwolorado. Mit der Joak. Ja, da wollen noch ein besseres Gerüst irgendwann mal, ne? Also die. Die Cleveland ist schon. Ist schon ein richtig geiles Schiff. Muss ich schon. Muss ich schon eingestehen. Ist schon ein geiles Ding. Ist schon cool. Schau mal, was das York Matchmaking von mir will heute. Das ist schon ein geiles Ding, ja. Krabbe 2022. Auch ein bisschen. Was ist jetzt los, Alter? Alle Matchmakings sind geil. Die Schlacht beginnt. Schauen wir mal, ob die Schlacht beginnt. Schön ist, die Range ist ein bisschen höher. Schlecht ist, die Nachladezeit ist ein bisschen höher. Schauen wir mal. Suchen wir erstmal wieder einen Berg. Ich denke, wir nehmen. Weil der ist, die Berge sind relativ groß alle. Wer hat die lauteste Hupe? Er scheinbar. Meine geht nicht mehr. Singsam. Digga, jetzt verarschen, Alter. Was denkst du, was wir jetzt gleich treiben werden? Das, was richtig scheiße ist an diesem Kackschiff, ist übrigens die Spotting Range von verfickten 13,4 Kilometer. Das ist richtig kacke. Dafür haben wir Hydro. Yay. Das ist übrigens mein Berg. Der da. Der soll es sein. Fürs Erste. Fahren alle erstmal augenscheinlich auf die andere Seite. Ah. Der Feind naht. Die treffe ich aber hier gar nicht. Machen wir vielleicht an die Insel davor. Oder hinter die Insel. Ich glaube, hier in der Mitte haben wir nichts, was wir treffen könnten nachher. Ah, ich habe Torpedos. Was habe ich denn jetzt auf... Ey, Leute. Leute, ihr wollt doch gerade alle verarschen, oder? Ihr wollt mich doch gerade alle verarschen, oder? Einfach eine Minekase. Da kannst du dich jetzt einnebeln, was du willst, weil ich habe Hydro an. Ich muss kurz mich umdrehen. Sonst fahre ich da. Warte, wie fährt. Ich habe gerade keine Ahnung, wie diese Torps unterwegs sind. Weißt du, wenn ich jetzt nicht irgendwas mache, bin ich gleich tot. Wegdrehen, 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 wegdrehen. Okay. Der überlebt leider. Ich werde das hoffentlich auch überleben. Digga, dreh um.
Okay. Oh, komm, nicht sein Ernst. Mal reinschießen. Schauen wir, ob das da so rauskommt. Also die 7,5 Millionen potenziellen Schaden, die du da brauchst mit dem Schiff, die... Oh, ich hätte Torpedos gehabt. Lele Mao, bin ich dumm? Hab ich vergessen? Nicht gut. Nice try, Digga, nice try. Gar nichts gebracht. Ich hätte ihn mit Torps wegficken können. Richtig dumm von mir. Dass ich das nicht gemacht habe. Wir haben unsere eigenen Torps rein. Oh, oh, der brennt. Der brennt. Der brennt wie eine Kugel. Oh, da ist eine Rook. Wir alle wissen, so eine Rook ist nicht so chillig. Ach, ich hab viermal drei Torpedos. Digga, was für 4x3 Torpedos, Alter? Ich schwör, das ist besser wie der. Was ist denn das? Ach komm. Halt deine Fresse, der ist reingefahren. Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten. Feuern Sie nicht auf Ihre. Ich hätte übrigens erstes Blut machen können in der Situation. Allein schon für die Mission. Ärgerlich, dass ich das nicht hinbekommen habe. Hau ab. Das gibt's nicht. Jetzt schießt er in der Sekunde, wo ich dann wieder weggeschaut habe. Ach komm, Alter. Der trifft mich leicht und ich brenne sofort, ne? Ich wünsche ihm viel Schlechtes im Leben. Ich provoziere es auch ein bisschen, dass sie auf mich schießen. Einfach für die Mission auch. Weil die müssen ja auf mich schießen. Ich brauche ja die Mission. So komisch das jetzt auch klingt. Aber ja, die sollen auf mich schießen. Tschut, tschut. Ich bin's, Tomate. Denn nur die harten Tomaten kommen in den Garten. Oh, scheiße. Oh, fuck. Nix gut. Hast mich jetzt erfolgreich geblockt, ja? Bist jetzt zufrieden. Ey, wird geschossen wie am Volksfest, ey. Trifft nur keiner. Digga, jetzt geht er mir langsam richtig am Sack, Alter. Echt. Treff irgendwie nicht. Die Cleveland war sehr viel trefferfreudiger. Was schießt denn da? Ist aber nicht so cool. Er schießt nicht auf mich, glaube ich. Ah, das war mal Hits. Das war mal Hits. Hallo. Blöder Affenkopf ist ein sehr schöner Name. Das ist sehr kreativ. Schönen guten Morgen. Oder abends. Oder Mittag. Je nachdem. Gibt ja viele verschiedene Himmelsrichtungen, wo man leben könnte. Muss er da jetzt parken? Beziehungsweise wenn ich nicht aufpasse, dann parke ich auch gleich, aber leider etwas ungünstig. Für meinen Geschmack. Jetzt fährt der rückwärts. Ich werde zum Priester. Ist hier irgendwo ein U-Boot? Ne, ist unser. Das war unsere Wispy mit dem Nebel.
Der DD ist da hinten. Relax, relax. Alles wird gut. Rastet der da völlig aus? Direkt neben mir. Hallo, willst du auf Hawaii schließen? Hawaii ist doch jetzt noch gar nicht Nacht, oder? Jetzt ist ja noch Tag. Torpedos, Berg. Gehen wir davon aus, es wird langsamer werden. Oh, scheiße, ich mach gerade was richtig Dummes. Wer weiß es, was es ist? Wer weiß es? Genau, jeder weiß es. Ah, er brennt mal, sehr schön. Jetzt hoffe ich, dass ich mein Päuschen hier nicht recht gleich. Dass die Queen Elizabeth mir jetzt hier nicht den Arsch versohlt. Okay, nee. Sie ist sehr gnädig und schießt nicht auf mich. Sollte sich aber beeilen, weil da kommen jetzt Torpedos. Eine Detonation auf der Minsk. Oh shit. Also auf dem Zerstörer eine Detonation hinzubekommen, das ist schon mal sehr, sehr lucky. Ein sehr, sehr lucky Event. Oh scheiße. Die Rook sucht richtig Ärger. Oh, hat die Glück gehabt, die Furutaka? Viel Glück. Der hat heute das ganze Glück gefrühstückt. Oh, der fährt gegen den Berg. Und ich hab's nicht gesehen, weil ich dumm bin. Ich hoffe mal, dass die Rook weiterhin nicht gut ist. Oh, der hat richtig gegessen. Der hat richtig gegessen. Jetzt fährt er wieder vorwärts. Das ist nur ein ganz kleines Problem, was wir haben. Ich bin as open as I can be. Diesmal hier, scheiße, ich treffe sie nicht gescheit. Digga, chill doch mal ganz kurz. Ich hau doch schon ab. Schau mal, lassen wir uns doch kurz darauf einigen, dass ich einfach gehe und du tust so, als ob du mich nicht gesehen hättest. Oh, scheiße. Ich bin tot. Zu Recht, völlig zu Recht. Ich fahre hier komplett durch die Mitte durch. Feindliches U-Boot gesichtet. Torpedos auf Steuerbord. Soll ich noch ein bisschen Schaden machen? Torpedos auf Steuerbord. Ah, das ist da drüben. Treffen wir den auch oder schießt das Ding einfach nur? Au. Also kein Au. Oh, oh, oh. Okay. Gut, damit können wir unsere Hydros jetzt sparen erstmal, weil außer der Oma hat, glaube ich, nichts mehr Torpedos. Ah, doch, die Rook hat Torpedos, stimmt, die Rook hatte noch Torpedos. Das waren, glaube ich, 4 Single-Torpedos. Das richtig im Kopf hatte. Der haut auch ab. Auf der Flagge von der Weißen den Union Flag abgebildet, obwohl die Briten das nie kolonialisiert haben. Aha. Staudi! Einen guten Abend. Bist du jetzt gerade von der Arbeit gekommen? Sehe ich das richtig? Ich bin im Arsch. Leute, ich bin maximal im Arsch gerade. Du hast... Was? Heute heben wir mit einem mit Freunden, deswegen ist heute mal Pause. Mit Arbeit oder mit World of Warships? Boah, dass ich noch lebe, das ist eine Frechheit, echt. Niemals dürfte ich noch leben aktuell. Niemals dürfte ich noch leben. Tschüss. Ah, okay.
Ja gut, Pause muss auch mal sein, ne? Ein bisschen Entspannung von der Arbeit. So, ich bin weg. Ey, dass ich noch... Ich habe 1,2 Millionen potenziell Damage abbekommen bis jetzt. Oh, scheiße. Weiter geht ganz woanders in der Schuss. Was nicht gut. Läuft doch super. Läuft doch super. Weiß nicht, was du hast. Oh, shit. Wobei, wenn der dumm ist, kommt dann meine Torpy-Range und er aktualisiert mich keiner. Er kommt nicht in Torpy-Range. Scheiße. Das zählt aber auch nicht auf mich aktuell. Komm, YOLO. Bevor jetzt hier eh das Ding gleich vorbei ist. Bin ich gespottet. Gib ihm. Ja. Soll er die Freude haben, mich zu töten? Vielleicht macht sie ihn glücklich. Da habe ich jetzt immer die Möglichkeit, ein neues Match zu starten. Aber trotzdem auch wieder eine ganz, ganz akzeptable Runde, finde ich. Ja. War das eine ganz akzeptable Runde eigentlich? Die zweite hintereinander, die Cleveland war ja auch, 53.000 Creds. Und wir haben die nächste Phase der Werft abgeschlossen. Machen sie jetzt? Ah. Hinten den Arsch machen sie fertig. Oh, 5.000 Kohle, ist aber nett. Die Huron gibt's hier noch. Ein 7er Zerstörer Europa. Aha, aha. Das Ding wird interessant. Hier war schon richtig Kampfaufträge, Puerto Rico. Genau, das ist fast fertig. Also fast ist relativ. Wir brauchen noch 300.000 Schaden. Und 17 Millionen. Achso, das andere Match ist noch nicht dabei. Das wollte ich schon sagen. Hä? Aber das andere Match hat er noch nicht mit durchgenommen. So, was war die Atlanta? Die habe ich auch ewig nicht mehr gespielt, die Atilenti. Staudi, danke fürs Vorbeischauen. Ne? Wie gesagt, wir müssen unbedingt spielen mal die Tage jetzt mal, ja. Amigo, hombres, senhor. Ich habe übrigens seit 20 Jahren nicht mehr Atlanta gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding funktioniert. Freitag, ja, ich werde wahrscheinlich auch, also Freitagabends, spätabends ein bisschen, Samstag tagsüber, Sonntag muss ich noch schauen. Aber Freitag, Samstag auf alle Fälle. Interessantes Matchup für mich. Wir haben Torpedos, die Dinger gehen 16, machen 16, 6 Schaden, sind aber Close Range, also quasi Close Combat. Und wir haben Raider. Das ist gut, Staudi, das klingt gut. Das klingt doch sehr erfreulich. Ich schreibe dir mal in Discord selber und dann können wir mal gucken, wie wir das machen am besten. Aber wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sind das Einzelgeschütze? Ne, Doppelgeschütze. Also haben wir 16 Schuss. Aber relativ geringe Panzerungsdurchschlagskraft. Das ist aber auch nicht so wichtig jetzt eigentlich. Ja, das sind Doppeldinger. Und relativ kurze Nachladezeit. Danke, danke. Werden wir haben, hoffe ich. Nur Range ist kompletter Abfuck. 13 Kilometer Range ist es...
Wie lange hält das? 27,5 Sekunden. Ja, mit AP weiß ich nicht. Macht es Sinn, auf 10, 12 Kilometer AP zu schießen? Also ich weiß nicht. Also ich meine, High Range würde ich grundsätzlich immer HI nehmen, weil ich glaube, auf Long Range ist die Durchschlagskraft zu gering. Aber ich weiß nicht genau, wie close die sein müssen, dass das AP-Schießen Sinn macht mit also gegen Schlachtschiffe. Also wir reden jetzt von Schlachtschiffen, oder? Die USA sollen sich umbenennen in US. Der würde mehr Sinn machen. United States wäre sinnvoller. Wobei United States... Ja, doch, das klingt schon besser, ja. An sich. Ab der York mit 210 mm durch 4 geht viel, aber halt auf die Aufbauten schießen, da kann viel bei herumkommen. Okay. Wir haben eine sehr geringe Spotting-Range, 9,6 Kilometer. Ich fühle mich hier trotzdem nicht ganz wohl gerade. Das Ding ist, wir haben eine sehr, sehr lange Flugzeit der Geschütze. Mit sehr, sehr lange, meine ich sehr, sehr lange. Ihr seht das ja selber, 13, 14 Sekunden. Da musst du schon echt, echt weit vorziehen und viel Glück haben, dass dir die Richtung nicht ändert. Aber an sich ist die Atlanta auch eher ein Anti-Air-Kreuzer. Wir haben eine relativ gute Flak. 200 kontinuierlich, 1400 Granatenexplosion. Und ich kriege jetzt wahrscheinlich den Schaden der Rook ab, oder? Kotzen. Oh, das gibt's nicht. Die schießen nicht mal auf mich, die treffen trotzdem. Geil, weil ich in das Schiff reingefahren bin. Das war. Damit sie alles annektieren kann, ja. Okay, danke, Tori. Werde ich versuchen zu beherzigen ein bisschen. Das war nicht mal Chat lesen. Ich muss gestehen, ich habe einfach das fette Klumper der Ding nicht gesehen und der hat ein bisschen unglücklich gewendet in der Situation, weil er Angst hatte, dass er verreckt. Das ging hier halt dann in dem Fall nicht gut aus. Und die Florida ist tot, nachdem auch schon das andere Ding tot ist, die Akatsuki. Wir versuchen jetzt mal die Shirasuyu abzufangen. Das andere, glaube ich, können wir gerade eh nicht wirklich machen. Ja, teste ich auf alle Fälle. Also ich habe schon häufiger gehört, dass deutsche Zerstörer AP-Schaden gut sind. Kreuzer, aber Zerstörer auch, ja. Habe ich auch letztens selber gesehen. Zerstörer gegen Kreuzer können auch Citadels drücken. Und angeblich können die 10er Zerstörer der Deutschen auch Citadels gegen Schlachtschiffe drücken. So, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Jetzt ist nur die Frage, was macht er? Der wird jetzt wahrscheinlich hinter der Insel stehen bleiben. Bitte nicht. Ist immer wurscht. Geht jetzt hier voll auf Krawall. Der sieht mich ja auch nicht. Das heißt, er weiß jetzt gerade nicht, was ich mache. Es kann sein, dass ich von da komme. Es kann sein, dass ich von da komme. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf gut Risiko rein. Da hinten ist die Duke of York. Nee, die taugt mir aber nicht so richtig. Die könnte mir nämlich richtig wehtun gleich. Was macht er? Ja, as expected. Nein, ich hatte gehofft, ich treffe seinen Arsch. Ich schwöre, das Ding schießt so langsam. Also die Geschütze sind so langsam vor dem Gerät. Das ist unmöglich. Ich würde gerne nicht meinen Motor kaputt machen. Einfach hier rein spammen.
So, ich bin weg. Und was gut ist, wir haben ja auch Torpedos. Kann ich sein, dass jetzt hinter dem Nebel schon rausfährt? So, schießen unsere Torpedos jetzt mal hier rein. Ach so, pro Seite nur. Nervenkitzel. Nervenkitzel hoch 10. Der wird doch wegfahren, oder? Der wird doch niemals da drin stehen bleiben. So blöd ist er doch nicht. Und wenn doch, dann ist er wirklich dumm. Weil ich auch nicht viel besser bin, dass ich jetzt hier reinfahre. Das ist jetzt sehr interessant. Alter. Digga, wo kommt der denn her? Da ist er. Hast gedacht, ich sehe dich nicht, hä? Hast gedacht, bist ein ganz smarter. Satz mit X. Das war wohl nix. Aua. Ja, sehr schön. Den haben wir zerstört. Ah, die gehen mir am Sack, Alter. Ohne Witz. Ja, ja, ich weiß selber, dass mein Main Turret critically damaged ist. Dann muss er den trotzdem noch ein bisschen abfacken. Bevor der uns vernichtet gleich. Oder vielleicht zerstört irgendeiner aus meinem Team den sogar noch. Das wäre richtig chillig. Kein einziges Mal Feuer. Gibt's überhaupt Feuer? 5% Bann wahrscheinlich. Oh, fuck. Oh, ich habe irgendwie überlebt. Fragt mich nicht wie, aber ich lebe noch. Und er brennt sogar. Hat aber direkt gelöscht, Feigling. Habe ich hier eigentlich Dings? Wie heißt's? Adrenalinrausch? Ich weiß gar nicht. Jetzt weiß ich auf alle Fälle, wie man die... Ah, sehr schön nochmal getroffen. Oh! Und noch ein paar Hits. Komm! Sehr geil. Aber Adrenalinrausch hatte ich, glaube ich, bei dem Schiff noch nicht drauf, ne? Mal schauen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich kriege langsam ein Gefühl für Kreuzer. Langsam, glaube ich, komme ich ein bisschen rein in die Nummer. Och komm, New York hat echt verloren. Och. Schade. Atlanta, Atlanta. Atlanta, Atlanta. Level 11. Den habe ich dumm geskillt. Den muss ich umskillen. Ist nutzlos, finde ich. Das würde ich rausnehmen. Das würde ich eigentlich auch rausnehmen. Weiß nicht, was gibt's denn da? Was macht denn da mehr Sinn? Aber wobei, da kannst du sogar fast die zwei drin lassen, weil der Rest ist auch nutzlos. Das ist eigentlich nicht dumm. Hier auf alle Fälle Adrenalinrausch rein. Und das passt eigentlich. Nee, also ich muss das mit Adrenalinrausch austauschen. Mein 10% mehr Schaden. Aber Adrenalinrausch ist cool. Du kannst noch schneller schießen. Du kannst noch schneller spammen. Apropos spammen. Wir machen noch eine Runde mit der York. Ich gehe kurz Toilette was zu trinken holen. Hoffe, dass es nicht sofort weitergeht und bis gleich, ne?
Salut. Salut, salut. Tatü, tatü. Warum kriege ich eigentlich... Warum verfickt kriege ich keine Matchups mit Flugzeugträgern, wenn ich Kreuzer spiele? Warum nicht? Warum nicht? Wenn ich Flugzeugträger spiele, immer 1000 Kreuzer. Oh, sogar nur 3 Kreuzer. Ja, warte mal. Sogar nur 2 Kreuzer im anderen Team. Was ist das denn? Was soll das? Du Scheiße, sowas. Leute, das finde ich scheiße. Der Berg ist hübsch, den nehme ich mir. Das ist meiner. Das ist mein Berg. Versuchen wir mal ein bisschen zu spielen mit HIAP, wa? Amigos. Mein Citadel ist machen 5-6 Schaden. Wir haben 8 geschützt, also 8 Kugeln, wo rausballern. Das wären, wenn man wirklich sagt, man macht 8 Citadel, das wären schon 40k Damage, da wäre schon alles kaputt, was Kreuzer heißt. Bin gerade total verpennt, wieder gegenzulenken. Ich schaff's nicht mal auf eine Insel zu fahren, das ist traurig eigentlich schon, ne? Ja, A wird erobert. Wir haben ein Schlachtschiff weniger als die. Das finde ich ja nicht so toll eigentlich, aber wir gucken, dass wir das Beste draus machen, ne, Amigos? Das schaffen wir schon, irgendwie. Eine Fahrerroute, die ich nicht treffe. Scheiß Berg. Der Berg ist zu groß. Der Berg ist kacke. Ein bisschen weiter vorfahren, zum Spotty-Spot machen. Viel zu sehen, nichts zu treffen. Der ist weg. Muss man quasi mit Bergen arbeiten, wenn ich nicht über Berge rüberschießen kann. Das war scheiße. Weiß nicht, alles stecken geblieben. Ja, ich müsste eigentlich auf HI wechseln, ja, ich weiß. Ich weiß, auf AP. Der fährt weg, oder? Switchen mal. Weiß noch nicht, ob wir das noch schaffen, bevor der abhaut. Ah, ich dachte mir schon sowas. Getroffen, aber 5000 Schaden gemacht. Selbst mit HI machst du gut Schaden. An Kreuzern. Der Heinrich. Hohoho, der hat irgendwas gefressen gerade, aber nichts Gesundes. Der Schaden ist nicht so prickelnd. Aber wir schauen mal, wir sind jetzt sogar fast auf Citadel-Höhe. Müssen wir nur aufpassen, weil irgendwo ist eine Rook. Weiß leider nicht von wo. Naja, 4-8 Schaden ist okay. Der Schaden ist okay, Leute, sag ich ganz ehrlich. Treffe ich nur leider nicht mehr, die Geschütze sind out of range.
Juch, Digga, was kommt denn da alles? Oh, fuck. SOS. Oder so ähnlich. Die Friedrich ist sowas von tot. Alle hauen ab. Alle hauen sie ab. Was, ich bin entdeckt? Wie, ich bin entdeckt? Warum denn? Scheiß Zerstörer hat mich aufgemacht. Safe. Da ist er. Der Übeltäter. Haben zwar ein, zwei Mal gehittet, aber nichts. Oh, treffen die Torpedos echt? Nee, die müssen vorher auslaufen, ja. Schade. Ein halbes, ein Kilometer mehr Range, ein halber Kilometer mehr Range. Und der hätte heute Nacht nicht mehr so gut geschlafen. Wo hat der denn jetzt hingeschossen? Auf mich war es auf alle Fälle mal nicht. Digga, also sei mir nicht böse oder so. Aber da kann ich jetzt auch nichts für. Da hast du nämlich einfach echt nicht allzu gut geschossen. Muss ich einfach mal sagen. Sogar durchgeschlagen, was? Aber nicht so toll. Was ist denn da vorne? Da fährt eine Helena. Leute, hier geht's ab, Alter. Ihr habt keine Ahnung. Überall Feinde. Wie Torpedos, achso. Dann brauchen wir diese Drecks. Hier könnte ich mal eigentlich auch mit abbeschießen, ne? Die Frage ist, lebt der jetzt überhaupt gleich noch? Ne. Oder doch? Treffen die denn immer nicht? Hier, so macht man das. Einfach treffen. Wo ist das Problem? Where is the problem? Oh, scheiße. Da ist das Problem. Ja, der Heinrich will auch nochmal, oder was? Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Der letzte ist ein Arschgesicht, oder wie ging das? Oh, scheiße. Leute, das sieht nicht gut aus hier. Das ist so ein Kauderwelsch, so ein Heckmeck, so ein Hin und Her. Da kommen auch Torpedos. Ah, die Rook haben wir zerstört. Was mache ich denn? Warum schieße ich denn? Nicht sehr smart von mir. Das waren die Torpedos vom Senor. Jetzt nebelt der sich ein. Da ist noch eine andere York. Ich werde zum Priester hier. Der hat es natürlich weiterhin auf mich abgesehen, das ist logisch. Aber ich habe echt ein bisschen Glück aktuell. Noch. Weiß nicht, ob das nicht zu weit hinten war. Zu weit vorne war, meine ich. Nee, sehr gut. Dem haben wir richtig... Oh, fuck. Oh, nee. Ach, scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber ich habe ihn nochmal angezündet. Hauptsache die Damage-Nummern rollen nochmal, wenn ich jetzt sterbe. Katastrophales Match von mir. Katastrophe. War aber auch ein bisschen unglücklich, weil die eine sehr gute Aufteilung hatten. Also unglücklich für mich. Hm. 170.000 für die Seattle. Die in allen Punkten schlechter ist als die Cleveland aktuell.
Na, aber da kannst du richtig Sachen reinballern. 3 Millionen, 2 Millionen, 1 Million, 10 Millionen. Was kannst du das austauschen? Hat gar keinen Sinn. Können wir jetzt übrigens rushen. Und dann Stufe 10 wäre die gute alte Worcester-Soße. Und für die gibt es keine Upgrades. Naja, gut. Machen wir weiter mit der Cleveland wieder. Die hat bis jetzt am meisten Spaß gemacht. Tatsächlich. Die gute Cleavy. Ich fick euch. Jetzt haben sie mich lieb. Jetzt haben sie mich lieb. Ah. Zwei U-Boote, zwei Zerstörer und dann 10er Kurfürst. Mami, ich werde gehasst und gemobbt. Ja, Content mit Krabbe. Ich fick euch jetzt mein Markenzeichen. Zwei U-Boote, 10 und 8, das wird total lustig. 10er Zerstörer, das wird total lustig. Ohne Atego. Eine Atego B. Mal wieder. Flex wieder einer mit seiner Kohle, ha? Kein schönes Matchup. Könnte fast ein bisschen rumheulen gerade. So weit vorfahren macht es natürlich jetzt auch nicht besser. Versteck mich hinter dem Stein hier. Was aber auch nichts bringt, du wirst hier von allen Seiten beschossen gleich. Wollte ich die nicht... Ey, ich hab's gewusst, dass ich jetzt schon, wirklich, dass ich jetzt schon wieder direkt gespottet bin von irgend so einem dreckigen Zerstörer. Das gibt mir schon wieder den Rest hier. Auf alle Fälle habe ich ihn aufgedeckt. Das war das U-Boot. Das U-Boot hatte mich gespottet. Nicht der Zerstörer. Das wird wehtun. Die Map ist sehr, sehr ekelhaft. Ich weiß nicht, ob das was bringt, hinter dem Berg mich zu stellen, da hinter dem Kleinen. Bin immer noch offen. Oh, fuck. Jetzt bin ich doch gleich tot, weil ich jetzt gerade, naja, mich hier opfere.
Irgendwas deckt mich auf. Man sieht's nicht, man hört's nicht, aber man weiß, es ist irgendwo und es deckt dich auf. Und ich bin gleich tot. Ich treffe die nicht mal. Was deckt? Es ist so frustrierend, echt. Jetzt ist es weg. Da ist er. Da ist er. Der Typ hat mir die ganze Zeit aufgedeckt hier, glaube ich. Ah, ich hab's überlebt. Ob die Ohio das überlebt, ist eine andere Frage. Ich glaube nicht. Scheißdreck. Ah. Ja, was soll ich da machen? Kann da überhaupt nichts machen. Da kann ich überhaupt nichts machen, so leid es mir tut. Spotten kann ich auch nicht, also Radar nutzen kann ich auch nicht, weil es hier auch nichts bringt in der Situation. Da ist das U-Boot. Ah, ich habe doch Dings. Habe ich zwei? Ja. Schauen wir mal, ob wir den treffen. Dafür, dass er mich die ganze Zeit gelangweilt hat heute. Ah. Sehr schön. Drei Hits. Drei Hits und drei Hits. Oh, was ist da denn? Eine Kurfürst, die da einfach entlang chillt. Und brennt, weil ich sie angezündet habe. Fährt er eigentlich noch? Schon, ja. Mehr Feuer will er aber nicht. Schießt er auf mich? Jetzt ist er sauer, glaube ich. Kann er treffen? Oh ja. Ein Tier 10 Schiff trifft immer. Und selbst wenn er nicht trifft, trifft er noch. Deswegen ist es ja auch ein Tier 10 Schiff. Archeon, ich wünsche dir noch alles Mögliche und bis zum nächsten Mal, ey. Kurz alles reinspammen. Inklusive dem hier. Und ein paar Hits landen. Bevor ich jetzt gleich von uns gehe. Oh, eine noch. Ein, ja. Okay. Treffen meine Dinger noch? Meine U-Boot-Zerstörer? Ne, leider nicht. Hat sich verpisst. Schade. Ah, die selber hat auch nochmal getroffen. Trotzdem, die Map ist scheiße, Alter. Mann, die ist scheiße, die Map. Die Map ist kacke. Die Map ist kacki. Kacki, kacki, kacki. Ach, das muss ich mit Schlachtschiffen abschießen. Ach so. Ach so, ach so, ach so, ach so. Ich dachte, das ist wurscht, mit was ich das mache.
Ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist heute vom Matchmaking her nicht mehr das Gelbe. Ich glaube, das wird die letzte Runde für heute, muss ich gestehen. Irgendwie habe ich das nicht wirklich das Gefühl, dass das heute noch gut ausgeht für uns. Die Matchups sind echt zum Teil so richtig. Matchmaking ist broken, ja. Wir haben schon wieder einen Kreuzer mehr als die Gegner. Du bist schon im Nachteil, also rein theoretisch, ne? Würde ich behaupten. Aber ich finde, ein Schlachtschiff ist schon durchaus eher in der Lage, den Kreuzer zu zerstören, als andersrum. Wir fahren auf A. Oh je, der Vulkan explodiert wieder so hübsch. Da kann man sich das nie wirklich anschauen, weil man da nicht richtig raufgucken kann. Tier X ist missing. Ja, das wäre natürlich noch krass, wenn du noch T10er drin gehabt hättest. Dann wäre richtig Party gewesen. Ja, T10er mit reinschmeißen hier. Angeblich regnet es bei uns. Laut Wettervorhersage, aber. Achso, setzt in 18 Minuten ein, aha. Sollen wir lieber kühler werden? Nebenbei nur Wetter gucken hier nebenbei. Okay. The Gneise now. Hello, hello. Mein 6 Kilometer sieht so wenig aus, aber auf Stufe 3, 4, 5 ist es ja noch normal 6 Kilometer, ne? Tu so, als ob das so richtig schlecht ist. Eigentlich ist es mega stark. Vor allem der Schaden dazu. 13.700 Schaden auf Stufe 6 Kilometer. Auf Tier 7. Da gibt es deutlich schlechteren Stuff eigentlich. Warum bin ich jetzt entdeckt? Ernst gemeinte Frage? Ah, wegen der? Nee, wegen der nicht. Kurz Hydro anmachen, falls hier irgendwo Tropinios sind. Jedenfalls kommt da jede Menge Müll angefahren. Und wir könnten eigentlich mal drauf schießen. Ganz nebenbei erwähnt. Nee, offen. Scheiß drauf. Guck mal drauf schießen. Ja, treffen müssen wir halt nur noch, ne? Treffen wäre das Zauberwort, was da noch fehlt. Alter, was da alles kommt. Zum Glück haben wir Hydro. Dann sehen sie es ja vorher schon ein bisschen. Ja, das war schon ein bisschen besser jetzt. 1000 Schaden haben wir mal gemacht hier. Der hat richtig viel getan. Der war sehr gut. Na, ja, Friedrich der Große, Stufe 9, ne? Da merkst du wieder ein bisschen bessere Genauigkeit und so. Kokoko, bla bla bla. Beantwortet mir immer noch nicht die Frage, welcher Arsch mich hier spottet. Ja, aber Torpedos irgendwo hinschießen, scheiß drauf. Jetzt ein Radar haben, das wäre Premium. Das ist das Miststück, was mich die ganze Zeit gespottet hat. Ich hoffe, dass er heute Nacht nicht schlafen kann. Ah, Kacke. Ha, den sogar einmal getroffen. Oh shit, der ist tot.
Da hat ein hochgeskillter DD hat ihn kalt gemacht. Man weiß ja selber, wie das DDs ist. Da brauchst du keinen Skill für. Für DDs braucht man keinen Skill. Du musst nur mal ein bisschen Glück haben mit dem Fahren, dass du nicht irgendwie in den Gegner mal reinfährst, unglücklich. Ansonsten war's das. Ah, der kommt wieder, oder was? Guck an, guck an. Aber leider müssen wir uns jetzt hier erstmal zurückziehen. Da hat gerade im Chat geschrieben, dass die Blitzkavisha hätte da offensiv reingehen sollen. Aber hat er nicht gemacht. Warum hätte er offensiv reingehen sollen? Ganz einfach, weil wir waren echt brutal überlegen an der Stelle. Wir waren relativ viele Leute. Mit den ganzen Kreuzern, die mit dabei waren, aber das hat er halt nicht gemacht. Leider. Hat sich halt hinter seinem Nebel versteckt. Fährt er jetzt schneller? Was macht er jetzt? Bleibt er stehen? Ne, er fährt schon. Au! Kommen die nächsten Torpedos. Ja, der brennt. Jetzt sehe ich ihn schon wieder nicht mehr. Scheiße, sowas. Ja, die sehe ich auch. Danke für den Hinweis. Da ist eine Gneise, now. Ich bin eh die ganze Zeit offen. Das ist nutzlos aktuell, hier überhaupt zu versuchen wegzukommen. Das Problem ist leider, dass der Zerstörer mich halt die ganze Zeit aufdeckt und wir haben nur noch einen Zerstörer, der ist ganz woanders. Das heißt, wir werden den Typen niemals aufdecken können. Will ich gerade vielleicht trotzdem mit AI zu schießen hier? Mit AP zu schießen? Oh, ich glaube, ich weiß, was der gleich macht. Und der schießt auf mich oder auf die Scharnhorst? Er schießt auf mich. Warum macht er das? Weil ich genau weiß, dass ich ein einfacheres Ziel bin, rein theoretisch mal. Und dafür muss man nicht Mathematik studiert haben. Ja, ja. Bin aktuell hier ein bisschen auf mich allein gestellt. Eine Runde auf die Helena schießen. Hau jetzt einfach nur ab. Versuche halt irgendwo lebend hinzukommen noch. Nehmen wir vielleicht noch die Gneise noch zu schießen, falls ich das überlebe. Ja, da hat nicht getroffen. Das war ein leichter Hit, nichts Großes. Oh, da ist die Helena wieder. Die steht jetzt einfach nur da. Aha. Warum hat er das vorhin nicht gemacht, als ich AP geladen hatte? Frag für einen Freund. Arsch weggeschossen. Wird wahrscheinlich direkt reparieren, denke ich mal. Leute, chill doch mal jetzt, Alter. Was haben denn die? Wie die auf mich schießen? Wenig Schaden. Auf High zurückwechseln. Der war nicht schlecht. Weil der hat jetzt auch eine Rechnung mit mir auf dem Schulter. Hat schon gewundert, wann der auch noch auf mich schießt. Au. Digga, gehen wir nicht auf den Sack. Gehen Sie mir nicht auf den Sack. Es sah echt schlecht aus. Ich dachte schon, ich bin tot eigentlich, aber irgendwie habe ich es trotzdem noch geschafft, dass ich jetzt schon wieder ja, fast eine 500.000 potenziellen Schaden abbekommen habe irgendwie. Weiß aber nicht wie. Okay, wo schießt der jetzt hin? Achso. Der hat noch nicht ganz getroffen. Ich sollte mal auf den schießen ganz nebenbei mit seinem hässlichen Scheiß-Ding da. So. Ja, ist nicht so lustig, ne? Wenn beschossen wird. Arsch. Deswegen lasst es einfach sein.
haben wir halt keine Probleme miteinander. Kurz wegdrehen, auch wenn das mein Leben kosten könnte. Hauptturm unbrauchbar. Hoffe ich trotzdem noch, dass wir wenigstens noch ein paar Dinge einschenken können, ganz nebenbei. Jawohl. Drück ihm den Damage, Baby. Jawohl, immer rein mit dem Damage. Ah, ich bin jetzt zwar tot, aber noch ein Hit, bitte. Schade. Aber ich denke, die sollten eigentlich trotzdem gewinnen. Das Matchup sieht erstmal trotzdem noch ganz gut aus. Naja, gut. Ich bin trotzdem raus für heute, Freunde. Wir haben schon, glaube ich, 3 Stunden gestreamt hier, oder? Weiß ich gar nicht. Nee, wann haben wir denn angefangen? Wann haben wir denn angefangen, Amigos? Ja, über 3 Stunden. Ich würde sagen, passt doch perfekt. Dann machen wir hier einen Cut für heute. Sehen uns vielleicht morgen wieder oder Freitag spätestens zu einer neuen Runde World of Warships. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Macht's gut. Fahrt sicher in den Sieg. Und nicht vergessen, Zielwasser trinken, dann trefft ihr auch was. Tschüss.